Ich schwöre, der Besitzer da drüben mit seinem Hund, der hat den nicht unter Kontrolle. Heute Nacht um 3 Uhr ging das schon die ganze Zeit los. Ja, bitte, weiter. Und dann hat er echt im 3-Stunden-Takt die ganze Zeit gebellt und einen wach gemacht. Er hat erst Mitternacht einmal gebellt, dann ging 3, ich hab's ja immer gesehen am Wecker, gegen 6. Und ich meine, dann war ich eh wach, dann bin ich auch wach geblieben. Und ein Auto erstmal zur Werkstatt gebracht. Jetzt bin ich aber gespannt, wie die Welt aussieht. Ich weiß nur, dass der komische Maya-Tempel irgendwie noch weiter hoch in den Himmel ragt oder sowas, ne? Und dann war da noch irgendwas mit irgendeiner Wolke, so einer großen Wolke. Ich meine, totaler Keck hier. Oh! Shovel Knight! Wusste ich gar nicht mehr. Ich war schon so überfordert eigentlich mit der Welt und jetzt habe ich es noch größer gemacht. Aber ein bisschen Orientierung habe ich jetzt schon. Wenn auch nur ganz wenig, aber leg's mir in die Walfe, hey. Da falle ich bestimmt 10.000 Mal runter. Also, ich sag ja, 200 Folgen Welt 1, ne? Dann dürften wir 2 weitere Pages haben. So viel traue ich mir zu. Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Aber Hauptsache, ich habe meinen Spaß gehabt. Ich werde immer nicht so durch hier. Fühlt sich echt an wie so in einem Anime, so ein Timeskip. Ist das nicht? Doch. Damit wäre die Aufgabe viel leichter gewesen, gell? Naja. Egal, wir haben hier Free for All gespielt. Oh, oh, oh. Dann lacht er auch, ich bin der, den sie Shovel Knight nennen. Oh, oh, oh. Ich wollte gerade sagen, er kann ja nur 2D. Oh, oh, yo, oh, oh. Yo. Oh, 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 oh. Diese Gehälte. Yo, yo, ho, ho. Okay. Ich bin nur schauen, dass ich hier nichts über... Ach, komm. Wirklich? Warte mal, ich will mal kurz schauen, ob hier drüben auch noch was ist. Bestimmt sind immer 10.000 Sachen so am Rand versteckt. Aha! So was würde ich eigentlich sonst von Miyamoto erwarten. Ich. Oh nein! Ich wusste es! Ich wusste! Das war der zweite Tod. Zum Glück gibt's unendlich Leben. Ah, nein. Ey, die kann ich ja wegschubsen mit dem Rollen. Das wusste ich gar nicht. Ich habe einfach gestoppt gehabt beim letzten Mal. Das ist ja voll der overpowered Move. Ich hab's echt kommen sehen, dass ich da runtersegle. Aber ich, ganz ehrlich, ich habe erwartet, ich falle, dass ich schon früher runterfalle, ne? So, warte mal da. Okay, okay. Ich muss das irgendwie kippen, dass ich da hochkomme, ja? Ja, noch nicht ganz. Hallo? Das wird echt ein Spaß. Warum nochmal wollte ich das als 100% Run spielen? Ja, einfach um auch eine Form des Pile of Shames abzuarbeiten, ne? Sag mal! Kamera, hör mal auf, mich zu buggen hier.
Bin ich zu blöde, da an diese Feder ranzukommen? Warte mal. Oder ich lasse mich einfach von oben droppen, wenn das geht. Ah, geht doch auch so. So, wie schaut er denn hier aus? Ah, ich habe ja voll vergessen, dass ich eigentlich noch diesen anderen Move holen wollte. Nee, was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich krieg zu viel! Wir gehen jetzt erstmal den Move holen, bevor ich da weiter hochgehe. Hey, was ein Driss. Warte, ich habe gesagt, ich habe ein bisschen Orientierung. So, dann war das nicht hier? Nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, geh weg. Doch, das war da. Da muss ich hoch. Da ist die Schlange. Was eine Scheiße, Alter. Nee. So. Gib, gib, gib. Das ist ja so wie die Stampfattacke, glaube ich, ne? Sehr gut. Leile. Was? Und dann grüner Freund in Richtung Boden zu knallen. Und dann noch Haftpflicht, ne? Am besten, wenn wir schon mal dabei sind. Okay, wir haben alle Moves. Wie war das? So und bam. Hä? Habe ich da die Federn alle vergessen? Tatsächlich. Fuck, mein Kurzzeitgedächtnis ist so schlecht geworden. Mein Langzeit ist ja super, aber Kurzzeit kannst du in die Tonne treten. Wer sind sie nochmal? Ja, stimmt, ich bin doch runtergefallen wegen dem Mist. Was sind das da drüben? I wish. Ach, da ist das Molekül von dieser Tussi. Da hätte ich lieber drauf warten sollen. Ah, haha, haha. Ah, warte mal. Hier war doch... Ups, das war ein Fehler, das war ein Fehler. Den musste ich doch mit... Achso, den hatte ich mit der Sonarkanone umgeschubst, gell? Hey, geh weg! Hallo? Na gut, dann werde ich dich anders erwischen. Warte mal, kann ich diese Platten zerstören? Ist da was drunter? Tatsächlich. Ah, habe ich nicht dann irgendwas freigeschaltet in einem Tempel oder so drunter und dann war da so ein Minigame? Irgendwie sowas dunkel, ne? Ja, ja, doch, ich erinnere mich, da war irgendwas mit Minigame. So, jetzt aber, was mache ich zuerst? Ich will eigentlich mal diesen Roboter da unten platt machen. Was wollt ihr? Hey, hallo? So. Hallo? So. Hey, hallo? Okay, ich wollte schon sagen, Ziellinie oder was? So, als erstes brauchen wir Two-Face. Okay. Ah, was auf Zeit, Alex Minimarsch.
Dieser komische Löwe. Bigfoot hier. Was ist das? Pokéball der Maya oder so? Und dann die Musiknote, das ist hier drüben, ne? Gut. Das war doch mal etwas vom Niveau her, was ich auch noch mit Ü30 schaffe. Hallo? Sag mal, was ist denn heute los? Ich rutsche und falle alles in die falsche Richtung. Jede Wette. Ich wusste es! Ich wusste es! Ah! Oh, nee! So, wo war das? Hier drüben? Nee. Das ist, ach, das ist auch neu. Nee, ich wollte jetzt da nochmal hin, weil ich habe den Spielautomaten gesehen. Und außerdem dort in der Nähe soll ja auch diese Schweinebacke sein. Yippie-ki-yay, Schweinebacke. Hier war das. Oh, Mann! Jede Wette. Ich bin echt der Einzige. Are you fucking kidding me, Spiel? Ich bin jede Wette, ich bin der einzige Ukulele-Spieler, der in Welt 1 stirbt. Ich habe hier Reizüberflutung und Überforderung. Puh. Jetzt die Frage, will ich da rüber? Nee. Wie bitte soll ich an diese Feder rankommen? Wollt ihr mich verarschen? Nein! Nein! Das gibt's einfach nicht! Wir sind nicht mehr in Kansas, Toto. Und jetzt spring darüber. Ah, das beruhigt mich wenigstens, dass noch jemand so blöde ist in dem Spiel wie ich. Und vor allen Dingen, dass das MOBA, ja, der Jump'n'Run-Skiller schlechthin. Das beruhigt mich ja dann doppelt und dreifach sogar. Oh, ich habe irgendwie ganz böse Erinnerungen an die ganzen Retro-Spiele. Na gut, wir versuchen's. Halbe Stunde to go. Und ich kann mir nicht helfen, der Stimmlaut von ihm, der kommt mir auch so bekannt vor aus Banjo-Kazooie. So wie du aussiehst, wartest du schon seit 87. Nicht 97 erst. Dieser subtile Kommentar, dass das heutzutage auch so ist. Mit dem Crowdfunding. Wieso habe ich in Erinnerung, man muss doch, glaube ich, irgendwie dann auch nochmal einen Rekord oder sowas knacken, nur für ein zweites, gell? Oh Gott. So. Rennen über 5 Runden, schnapp dir Power-Up, schieß auf Dinge, erreich die schnellste Zeit. Links fahren und Viereck schießen.
Das war so eine Vogelperspektive, ne? So eine Draufsicht. Wie bei Kirby's Air Ride. Bei dem einen Modus. Ja, natürlich. Hauptsache, ich fahre erstmal gegen alle Sachen. Tempo-Boost und gleich vergeudet. Ich glaube, ich muss die Abkürzung aber nehmen. Das geht gar nicht anders. Ah, toll. Mist. Hau ab, vergeigt. Wieder kein Power-Up. Also theoretisch habe ich 5 Minuten für 5 Runden. Habe ich das jetzt richtig gecheckt, ja? Und ich habe 1,5 Runden in einer Minute geschafft. Na, ist dann doch machbar. Außer wenn der dann so komische Challenges macht. Ey, nee. Immer ins Wasser da an der Stelle. Ist aber auch schwer zu steuern, ne? Achso, ich habe erstmal das Power-Up erschossen. Ja komm, aber das dürfte ich nicht schaffen. Wenn ich nicht einmal alles mitnehmen würde. Das war zu schnell. Warum sieht das aus wie ein Totenschädel da auf diesem grünen Elixier? Ach Mist. Komm, wir versuchen es einmal. Nee, doch nicht. Das war nichts. Oh, fuck. Ich wusste es die ganze Zeit. Ja, ist ja gut. Nicht die Grünen sammeln. Okay. Na gut, das war machbar. Hallo? Hol mich aus dem Spiel raus. Ach so, das zählt noch. Ach so. Ich dachte, das zählt schon als 5. Runde. Okay, gut. Warum kann ich diese Viecher nicht wegschießen? Nein! Fahr doch nicht überall gegen. So, jetzt aber. Ich wusste es, jetzt muss ich seinen Rekord schlagen, ne? Mal schauen. Also, wenn ich nicht dauernd runtergefahren wäre, wäre ich vielleicht in 3 Minuten durchgekommen. Mal schauen, was sein Rekord ist jetzt. 2:30, willst du mich gerade verarschen? Das heißt, ich darf nur die Hälfte der Zeit verwenden. Maximal. Oh mein Gott. Das muss aber jetzt reibungsfrei laufen. Kann man das zur Not dann neu starten? Okay. Oh Gott. Man kann sich doch wegballern. Warum hat das dann eben nicht geklappt? Davor. Nee! Sowas sollte dann aber nicht passieren dauernd. Dann muss ich ja zwangsweise hier... Nein! Dann kann ich diesen Versuch... Warte mal, ich will mal was testen. Man gewinnt nichts hier an dieser Strecke, gell? Fuck. Ich... Pass auf. Ich nutze das jetzt einfach mal als Training. Um die möglichsten kurzen Strecken zu fahren. Also theoretisch müsste ich auch links nehmen bei dieser Abzweigung, ne?
Ach Mist! Mann, die Viecher respawnen auch noch. Mist! Ich will das trainieren. Darüber zu fahren. Halt mit Tempo Boost! Das ist so scheiße, dass man da zurückgesetzt wird. Okay, ich nehme jetzt nochmal eine Runde als Testrunde und dann versuchen wir seinen Rekord zu knacken, okay? Geh weg, Misty. Ach Mist. Zu spät gelenkt. Tatsache. Also wenn man da dauernd drüber kommt, ist es machbar, wenn man sich die halbe Strecke abkürzt. Ey, jetzt verpiss dich. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Nee, 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 nee. Wir machen Neustart. Okay. 2:30. Nun. Go for it!